Und hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit, eine neue Rätselrunde. Und wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, im Grunde sind jetzt bloß ein bisschen über 2 Stunden vergangen seit der letzten. Und wir sind hier im Falschen. Wir sollen hier rüber. So, und ohne Umschweife würde ich sagen, nach 23 Sekunden fangen wir mal an. Was ist der Paradiesgarten? Das ist natürlich der hier. Online-Spiel für viele. Yo, easy. Hatte ich auch schon mal. Was ist das? Vertrauliche Anrede? Keine Ahnung. Das könnte eine Diät sein. Ich weiß noch nicht welche. Aber wahrscheinlich wird es so. Kindeskind ist natürlich das. Almhirte ist der hier. Ah, ja, klappt, klappt. Alter Vorfahr. Könnte ein Ahne sein, könnte aber auch ein Uropa sein. Uropa? Nein, 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 das wird nichts. Hautbemalung. Yes. Okay, weiß ich noch nicht. Mief. Mief ist Gestank. Easy. So, okay, was haben wir noch? Abzüglich ist ohne. Spielmarke ist ein Token oder ein. Weiß ich noch nicht. So, was haben wir hier noch? Skandinavier könnte der Norweger sein. Probieren wir es mal. Und es ist der Norweger. Wieder ist gegen, ist keine Ahnung. Gleichgewicht ist die Balance. So, haben wir. Chemisches Element ist wieder mal CER. Fuge ist, ja. Machen wir erstmal den Hauseingang. Das ist die Tür. Und nicht diese, sondern andere. Boom. Französischer Gartengestalter. André, keine Ahnung, wer das ist. Blöd. Ja. Dickblättrige Pflanze ist natürlich wieder die Agave. Easy. Schöpferisch ist wieder kreativ. Hatten wir auch schon mal irgendwann. Tamtam ist Tröre. Ist, keine Ahnung. Oh Gott. Eier ist bestimmt Schmusen, genau. Re ist der Skatausdruck und so weiter. Tamtam ist ein. Ich kenne ein Buhai, aber gucken wir mal. Bohai. Ich kenn Buhai mit U, aber nicht Bohai. Das Riesenbuhai zum Beispiel. Riesenbuhai war mal. Die Firma, glaube ich, die Game One gemacht hat, was dann irgendwie zu Rocket Beans wurde. Alter Vorfahr ist der Urahne. Jetzt haben wir es. Okay. Hier ist mit Diät überhaupt nichts. So, Frauenname. Emma geht nicht. Amme, nee. Faulendes. Moder. Den meinen die. Deutsche Vorsilbe end. Vertrauliche Anrede. Weiß ich noch nicht. Aussatz. Gottesbote ist erstmal. Oh Gott. Machen wir erstmal dagegen. Tragen wir das ein. Das war wieder mal ein Java-Update. Wieso kriege ich Benachrichtigungen über Java-Updates? Das gibt's doch nicht. Gottesbote. Vogel? Nein. Orgel? Nein. Eine der Musen. Machen wir erstmal Nut. Errata, Errate. Dann lassen wir das erstmal. Blöd, debil. Ich habe keine Ahnung, wer der Typ ist. Oh, vertrauliche Anrede. Was könnte noch sein? Hier Frauenname. Dusche ist erstmal die Brause. Ja, fernab ist weit weg, ist. Die Spielmarke ist der Jeton. So, okay, fernab. Abgelegen. Haha. So, haben wir auch. Aussatz. Leere ist das nicht. Nee, nee.
Aber interessant, interessant, das hat uns so ein kleines bisschen was geholfen. So, MA ist das. Vertrauliche Anrede. Ich bin mir nicht sicher, was die meinen. Diätform. Trennkost. Ja, okay. Und Kosename. So. Aussatz Lepra? Ach, das, ja. Ach, ich dachte jetzt an irgendeine wirkliche Satzform. Ach, Mann. So, und Gottesbote sind Engel. Ja. Erato. Okay. Le sotre. Ich habe keine Ahnung. André Leotre. Le jotre le bloble. Ah, schade, dass ich ausgerechnet wieder sowas doofes Französisches. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, alles Französische ist doof oder sowas. Das hebe ich mir für Privatgespräche auf. L'autre ist auch nicht. L'autre. Okay, gut, war ja klar. So, Imke? Ah, und bam! Wir haben es geschafft nach, naja, knapp 7 Minuten. Aber trotzdem, es war wesentlich weniger als 20 Minuten. Und dementsprechend immer noch völlig in Ordnung. So, Englisch Witz ist easy. Dann machen wir jetzt mal hier richtig flott weiter. Behörde des Bundes. Und gebildeter Rohling. Na, schade. Es ist leider nicht der Flegel. Dann machen wir doch erstmal Bengel draus. Aber das B stimmt schon mal. Nee, Moment, hier kommt ein O rein, da ein E. Veröffentlichung. Ja, tiefe Temperatur ist Kälte. So, damit haben wir das. Wir haben Schottischer See ist Loch Ness. Loch Ness ist doch eigentlich. Nee, Loch Ness ist es nicht. Piepen, pfeifen, weiß ich noch nicht. Piepen, ach so, Bargeld, Knete, Kohle. Nee. Piepen, Penunzen, verschnörkelt, Abkürzung Samstag ist das. Gigant ist ein Riese. Ja. Kurzform von Beate ist Bea. Okay, Erntegerät ist ja. Katholische Theologie ist auch was Schönes. Der Glaube oder so. Getränk mit Früchten ist keine Brause. Briefgebühr ist erstmal Porto. Damit haben wir Bo. Frage nach Entfernung. Wie weit? Echt jetzt? Wow. So, was haben wir noch? Schottischer See, oh Gott. Machen wir erstmal EEG. Kleine Brücke. Ist ein Steg, natürlich. So. Bowle ist das, ja. Katholische Theologie. Ja. Was könnte das sein? Verlassen eines Landes ist die Ausreise. Bam. Gries wird das ja nicht sein. Nee, nee. Französischer Männername ist natürlich der Rene. Und deswegen ist das Bares. Ja, für Rares. Erntegerät ist die Sense. Okay. Verschnörkelt Arabesque
Arabesk, natürlich. So, katholische Theologie, oh, was meinen die damit nur? Ja, gucken wir mal weiter. Kristallgestein, Hauptmotiv, Veröffentlichung. Ja, ein Laubbaum könnte die Erle, Espe, was auch immer sein. Aber hier ist der Barbar und deswegen ist das auch eine Erle. So, easy. Okay, Ausruf des Verstehens. Aha. So, okay, Wachstum. Ich würde sagen, das Wort ist Wachstum. Jo. Und ich sage euch, ich werde jetzt rauskriegen, dass das wirklich so ist. Denn das wäre dann Bube. So, dann brauchen wir noch ein M bei der 8. Germittel ist, weiß ich noch nicht. Der Kristall, also das wäre hier ein M, RM, Kristallgestein. Ja, machen wir erstmal weiter. Abgeklärt ist cool. Nachtlokal ist eine Bar. Und dann, ja, das wäre dann zum Beispiel Marmor. Jo! Und dementsprechend fehlt uns noch ein C, das wir beweisen müssen. Und schon ist ja einfach. Bam! Richtig. Und ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, ey, wenn ich so gut Rätsel löse, da würde doch der eine oder andere denken. Und ich habe das alles nur gemacht, damit ich dieses Kissen in die Kamera halten kann. Ich mag dieses Kissen. Ich habe das zu Weihnachten bekommen. Es ist wunderschön. Ah. Ach ja, Übertreibung. Jo. Hauptmotiv ist ein Thema erstmal. Gärmittel. Gärmittel. Darm. Nein, der Darm ist kein Gärmittel. Widder. Oh, was ist denn der Widder nochmal für einer? Gedanke ist erstmal Idee. Okay. Abstellkammer. Das ist auch noch was anderes. Junge Kuh ist Kälbchen. Nein. Kochbrühe ist ein Sud. Nee, Sud mit D. Segelstange ist Ra, das Ra-Segel oder so, keine Ahnung. Redeschwall ist, ja. Ich würde ja an eine Tirade denken, aber dafür fehlt ein Buchstabe. Männerstimmlage ist Bass. Stade? Nee. Mal gucken. Mal gucken. Abkürzung Deutsche Flugsicherung. DFS. Ja. Was haben wir hier? Ne. Ja, eine junge Kuh halt. Bundesbehörde. Ach, das wird nicht einfacher. Eine Veröffentlichung. Ja, auch langsam wird es nicht mehr. Also, das ist ja. Nehmen wir mal das. Oh, Germ ist wirklich richtig. Cool. Übertreibung ist ein Hype. Huch. Nicht ein Hive. Und dann ist das auch kein Worto. So, machen wir mal. Nee. Siade. Seade. Soade. Suade. Ja, natürlich. So, Kerse ist es nicht. Gerse ist es nicht. Terse ist es nicht. Ferse. Ernsthaft? Eine junge Kuh nennt man Ferse. Ist ja cool. Ist ja cool. So, dann haben wir hier auch den Kabuff. Das hat mir nämlich geholfen durch das Uff am Ende. Okay, oh Gott. Der Widder. Bundesbehörde ist erstmal BKA. Das Bundeskriminalamt. Okay.
Jetzt brauche ich ja eigentlich nur noch das Wort Veröffentlichung. Oh, was war denn das nochmal? Arias? Nee. Aries? Aries, ja. Okay. Aber was ist denn die Veröffentlichung jetzt? Ich möchte ja fast sagen, irgendwas mit D, aber das muss nicht sein. Tele-AD? Ja, vielleicht das. Release, das meinen die damit. Oh, ich hasse es, wenn die Anglizismen benutzen. Ihr wisst das. Ihr wisst das bereits. Na, jedenfalls, wir sind gut durchgekommen. Ich bin damit völlig zufrieden. Ich kann heute in Ruhe meine nächste Zugreise antreten. Und ja, es war mal wieder schön. Es wird mal wieder schön. Es wird immer schön bleiben. Niemals wird sich das ändern. Für euch werde ich immer dafür sorgen, dass es weiterhin schön bleibt. Denn ihr seid schön, ihr seid wundervoll, ihr seid klasse, ihr seid nett. Auf jeden Fall seid ihr jetzt am Ende des Videos angekommen und dementsprechend würde ich sagen, bye bye, bis zum nächsten Mal und ja, wir hören, sehen, schmecken, riechen, fühlen uns wieder und das war's.